Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um das Spiel Tabu Junior. Ich werde euch in diesem Video das Spiel vorstellen und Näheres darüber erzählen. Und gleich nach dem Intro geht es auch schon los. So, also das Spiel Tabu kennt wahrscheinlich jeder. Es gibt ja hier das normale Tabu, es gibt prominenten Tabu und so weiter. Es gibt aber auch Tabu Junior. Und zwar ist dieses Spiel für Kinder ab 8 Jahren. Es ist von Parker. So, dazu habt ihr dann das Spielbrett. Sowie das zweite Spielbrett und natürlich die Spielanleitung. So, und wie ihr das ja normalerweise kennt von Tabu, ist es ja so, dass man den oberen Begriff erraten muss, also in diesem Fall Papagei. Und man darf aber beim Erklären die Worte Bund und Fliegen nicht benutzen. Beim normalen Erwachsenen-Tabu sind das, glaube ich, sogar 4, 5 oder 6 Begriffe, die man nicht nennen darf. Beim Junior-Tabu sind es halt nur 2 Begriffe. So ist das ganze Spiel aufgebaut. Ich habe euch das Spiel auch unten in der Videobox mal verlinkt. Da könnt ihr euch das mal genauer anschauen oder bei Bedarf auch bestellen. Ich habe es mir auch direkt bestellt. So, hier habt ihr eine Sanduhr, dass die Zeit abläuft. Dieses Quietschemännchen hat die gegnerische Partei, damit, wenn ihr zum Beispiel bei der Beschreibung des Wortes Eisbär zum Beispiel das Wort Nordpol benutzt, drückt die gegnerische Partei, denn das ist ein Fehler und natürlich nicht erlaubt. Dann habt ihr eure beiden Spielfiguren. Ja, das ist so das Wichtigste, was ich euch über das Spiel erzählen kann. Ansonsten steht hier noch drauf, das quietschige, gute Ratespiel, über 500 Ratebegriffe aus deiner Welt warten darauf, dass du sie deinem Team erklärst, mit Händen und Füßen, wenn es sein muss, aber ohne Psst. Genau, hier kommt Tabu ins Spiel, also ohne diese beiden Worte, die unter dem Begriff stehen. Jeweils 2 Tabu-Wörter dürfen Sie bei deinen abenteuerlichen Hinweisen auf keinen Fall rausrutschen, sonst wirst du ordentlich ausgequietscht. Wie erklärst du zum Beispiel Nagellack, ohne Bund und Hand zu sagen? Oder probier's doch mal mit Tintenfisch, wie du hast Arme und Wasser gesagt, das ist doch Tabu, quietsch. Für jeden richtig erratenes Wort kassiert dein Team einen Punkt. Erkläre so viele Begriffe wie möglich, bevor die Sanduhr abläuft und behalte dabei immer die verflixten Tabu-Wörter im Auge. Das Team, das am meisten Punkte sammelt, erreicht zuerst das Zielfeld auf dem Spielplan und hat Tabu gewonnen. Also, insgesamt sind 252 doppelseitig bedruckte Tabukarten dabei. Also, das heißt, es sind über 500 Fragen, ein Spielplan, ein Tabu-Quietscher, eine Sanduhr, 2 Spielfiguren und die Spielregeln. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt mir dies unten in den Kommentaren. Lasst mir ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ciao und bis bald!